Du willst ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? Dann schau einfach in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu MMOGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 14 Karrieremodus mit Hertha BSC. Ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Wir spielen heute, ich habe schon wieder vergessen, mit wem wir spielen. Deswegen, ich mache das schnell mal hier weiter. Aber ihr habt es ja gesehen, definitiv auf Weltklasse. Direkt dagegen gehauen. Gegen Hoffenheim, ja klar. Blau-Weiß gegen Blau-Weiß. Ja, lasst gerne ein Däumchen rum, das wäre sehr, sehr lieb von euch. Würde mich auch sehr freuen und ich bin mal gespannt. Ich habe eben die ganze Zeit Ultimate Team gespielt. Mal gucken, ob ich das jetzt hier wieder hinkriege, gegen den Computer zu spielen. Ist nämlich nicht so einfach sowas. Kevin Volland. Ja, wo spielt er hin? Was macht er? Computer ist immer anders zu spielen als gegen Menschen. Kano. Uiuiuiui. Okay, ich muss echt wirklich reinkommen in das Spiel. Gegen menschliche Spieler ist es dann doch irgendwie geringfügig anders. Wir gehen erstmal schön in der 6. Minute mit 1:0 in den Rückstand. Das ist ja herrlich. Da müssen wir jetzt irgendwie zurückkommen. Vielleicht ist heute nicht mein Karrieretag, sondern mein Ultimate Team Tag. Oder überhaupt nicht mehr mein Tag. Ich weiß es nicht. Also die spielen super stark. Im Vergleich zu den Online-Gegnern ist es jetzt hier. Ja, ist ja gut. Ich habe nicht auf den Schiedsrichter geachtet. Sonst nehme ich immer. Wer ist der? Heinz irgendwas? Oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht Steffen Schwurbel oder Heimo Wasserschneider. Oh, Volland, ey, du alte Sau. So, erstmal schön geschickt. Nein. Nein. Da waren wir schon dran. Ui. Doch noch aufs Torgelenk bekommen. Okay. Jetzt hier die Ecke von Boomer leider. Ah, nein. Das gibt's ja nicht. Und wieder Kano ist da durch. Und es hat gerade eine Tür geklingelt. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das hier irgendwie... Nein, okay, ich unterbreche das mal ganz kurz. Es hat geklingelt, ich bin gleich wieder da. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder und ja. Hier waren eben gerade Menschen an der Tür, die mir Strom verkaufen wollten. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe keine Ahnung, ich möchte gerne mehr bezahlen. Als würden die mir was schenken, ist ja klar, ne? So, und da ich nicht weiß, wer und wie und was und wo das ist, deswegen dachte ich mir, nee, möchte ich nicht an der Tür machen. Ist zwar lieb und nett, dass man sich da so versucht drum zu kümmern, aber finde ich an der Tür nicht passend, wenn es um so Geldgeschäfte geht, denn ja... Ich möchte mich da selbst informieren und wenn ich Interesse habe, irgendwie Strom zu wechseln und so weiter und so fort, dann mache ich das selbst. Ich habe mich da auseinandergesetzt und ja, mir so das, die Angebote rausgesucht. Und der nächste Angriff geht hier weiter. Ja, und die waren sehr aufdringlich. Haben es probiert, möglichst freundlich zu machen, mich dann zu bequatschen, dass ich dann ne, das noch mache und so weiter. Ja, das kennt man ja alles. Und der nächste Kopfball. Schade. Und ich habe dann nur gehört, wie sie, als ich die Tür zugemacht hatte, oder, ne, also ich habe ja mir gesagt, ja, viel Erfolg euch noch und so weiter und so fort. Also ich war sehr freundlich. Und er hat zu mir gesagt, so halt, ja, dann möchtest du also mehr Strom bezahlen, ja. Wenn du mich schon so doof fragst, ja natürlich möchte ich mehr Strom bezahlen. Ist doch irgendwie offensichtlich, dass ich das nicht möchte. Aber wenn man schon so eine blöde Frage stellt, dann muss man damit auch rechnen, dass man eine blöde Antwort bekommt. Und die hat er dann ja auch bekommen. Ah, schade. Und ja, war halt mit seinem Kollegen da jetzt nicht so wirklich erfreut darüber, dass... nein. Dass ich das eben nicht machen wollte.
Und dann hat man natürlich gehört, Arsch, wie sie, ich denke mal, dass sie mich damit gemeint haben. Kann ich natürlich verstehen, wenn man da Leuten was andrehen möchte. Ich sage bewusst andrehen, weil es ja nicht unbedingt, also ich habe ja nicht da so die Vergleichsmöglichkeiten wie im Internet. Und deswegen, oh Martial! Ist es schwierig da zu sehen, was bezahle ich da und so weiter und so fort. Und deswegen möchte ich mich auf nichts an der Tür einlassen, was nachher mir zum Nachteil sein kann. Ne? Also habe ich kein Interesse dran und ich habe auch andere Sachen zu tun, wie zum Beispiel Strom auszugeben beim Aufnehmen von diesem Karrieremodus. So. Und die wollten mir Ökostrom verkaufen und so ein Kram. Da habe ich gar kein Interesse dran. Ich bin für Strom. Du bist also für Atom. Du bist ja voll der Anti-Öko. Ich wollte mal Greenpeace zu dir vorbeifahren. Nein! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schade. Erste Halbzeit ist vorbei. 1:1 steht es hier. Ja. Nee, ich lasse mich da ungern an der Tür auf etwas ein. Wenn es um geschäftliche Sachen geht. Wenn er mit mir über sonst irgendwas reden möchte, ja, warum nicht? Wenn ich jetzt Zeit habe und sich mit mir über Gott und die Welt unterhalten möchte, habe ich da kein Problem. Das ist was anderes. Aber wenn es darum geht, dass ich einen Vertrag abschließen soll, dann mache ich da nicht mit. Und ihr solltet möglichst auch nicht Verträge an der Tür abschließen. Man hat einfach nicht den Überblick, was da wirklich Sachlage ist. Eigentlich mache ich das schon ungern am Telefon, aber manchmal ist das halt nicht anders möglich, wenn man zum Beispiel Internet und so weiter alles macht, Internetabschluss und so ein Kram, macht man dann doch übers Internet oder eben halt übers Telefon dann. Die Sache ist halt dann da, dass ich mich vorher informiert habe, was ich bezahlen werde und so weiter und so fort. Was ich jetzt hier an der Tür nicht machen kann. Ich möchte nirgends an der Tür sagen, ja, ne, möchte ich mir angucken, weil dieses ja, möchte ich mir angucken, dann eventuell ausgelegt wird als ja, ich kaufe, ich kaufe, ich kaufe und nein, möchte ich nicht, ich kaufe nicht. Boah, haben wir da Glück gehabt. Schweineglück. Freunde der Sonne. Mann, ich spiele schon wieder wie ein Ultralappen. Rudy. So, also so viel dazu. Ja, direkt rot. Schweinehund. Zack. Oh, das war ein fieses Ding. Das war ein richtig fieses Ding. Eieiei, 2:1. Hazard, sehr schön. Gut gemacht. Und den Ball wieder zurück. Schön. Also Leute, seid nicht doof. Es kann natürlich auch lieb und nett und toll sein, dass die dir da andrehen wollen. Oh, Boomer, du Idiot. Mit dem Kopf, ja, ist klar. Es kann Leute geben, die dir gute Sachen vielleicht da an der Tür verkaufen möchten, das ehrlich meinen. In der Regel ist es aber nicht so. Nicht jeder, der an die Tür kommt, ist unbedingt ein böser Mensch oder will irgendwas dir Böses. Aber ich wäre vorsichtig, was so Verkäufe, Vertragsabschlüsse angeht. Ne, man hat da keinen richtigen Einfluss darauf, weil man hat keinen richtigen Überblick. Einfluss ist falsch. Du kannst sagen, nein, möchte ich nicht. Nein, 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 Freund, nein. Das habe ich auch gemacht, damit das klar ist. Nein, habe ich kein Interesse. Du möchtest also mehr Strom kaufen. Ja, genau. Wenn ich weniger Strom kaufen würde, dann würde ich es oder weniger bezahlen möchte. Er hat ja mehr Strom gesagt. Ich weiß nicht, ob es mit Absicht war. Aber ja, dann würde ich selbstverständlich mich weiter informieren. Habe ich bereits gemacht. Bin vollkommen zufrieden. Ist alles bestens. Und das ist das, was ich herausgefunden habe. Martial, schade.
Oh, gar nicht gewechselt. Ich war hier so im Redefluss und die Spieler sind alle im Arsch. Shit. Okay. Sieht nicht gut aus. Bringen wir mal Salah rein. Vielleicht mal John Taylor. Nee, ja, Langkamp. Nein. Östonali. Ja, doch, Wilhena. Und dann noch einen weiteren Spieler. Wir bringen Villalba für Martial rein. Für Martial bringen wir. Für Martial. Martial. Also es ist Französisch. Anthony Martial. Und ich habe es mir so angehört, wenn man mich da verbessern möchte, das hat man schon probiert, dann doch bitte auch schreiben, wie man ihn denn aussprechen soll. Also mir wurde gesagt, sprich doch nicht Martial, Martial aus. Ja, ich sage ja auch nicht Martial, sondern Martial. Das ist halt wie ein TH oder halt so ein scharfes SZ sozusagen. Martial. Ne? Französisch. Habe ich keine Ahnung von, aber egal. Habe ich mir beim Google Translator so sagen lassen. Wenn man nur sagt, sprech ihn normal aus. Was heißt denn normal? In welcher Sprache normal? Da muss man mir schon ein bisschen genauere Details geben. Details. So. Genau wie bei Ter Stegen. Kann natürlich sein, dass man ihn mit einem Spitzenstein-Stolperer ausbricht. Ja, aber für mich ist ein ST immer ein St. Also Ter Stegen eigentlich. Aber ich habe mir es ein bisschen angeguckt und geschaut. Ja, schreibt man wohl ST halt, ne? Ist ja ganz normal mit. Dann aber mit einem spitzen Steinstolperer spricht man das dann aus. Deswegen Marc-André Ter Stegen. Obwohl, ne, also man kann es halt, man kann halt ST hinschreiben. Ist dann trotzdem nicht unbedingt eindeutig, was damit gemeint ist. So, und wir sehen, wir haben Hoffenheim ganz schön dominiert, obwohl wir nur 2-1 gespielt haben. Na gut, also so viel dazu. Sehr viel Gelaber und Geplänkel und so weiter. Sieg ist gut, es freut mich. Wir gucken mal direkt hier rein, was wir da an E-Mails haben. Ich bin nicht glücklich, Boss. Ich muss Ihnen sprechen. Blablabla. Ich bin einer der besten Spieler dieses Vereins, aber ich bekomme nicht gut Einsätze. Das muss sich ändern. Ja, alles klar. Du wirst spielen wieder. Das Problem ist, dass du eben schlecht drauf bist und das geht mir auf den Keks und dass du nicht so ein gutes Potenzial hast, wie Martial. Martial. Durchwachsener Start von John Taylor bei Hertha. Was heißt ein durchwachsener Start? Wie wolltest du das alle hier von mir mehr erwarten? Von dir erwartet eigentlich keiner was. Außer die John Taylor-Fraktion. So, und dann ja, verunsichern wir unseren Gegner mal. Nürnberg. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Wir sind in der nächsten Folge gegen den 1. FC Nürnberg unterwegs und hoffen natürlich, dass wir es dort schaffen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass ihr mal einschaltet. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.